halt auch irgendwie so zum einen irgendwie so eine Führerfigur, auf der anderen Seite da halt aber auch irgendwie so einen regelmäßigen Sidekick oder so, dass das vielleicht da halt auch irgendwie so eine Mischung aus beidem halt irgendwie so ist. Und dass er da nach dem Weggang von Uwe halt auch so ein bisschen orientierungslos ist. Und ja sowieso grundsätzlich da, wie soll man sagen, da halt auch immer hemmungsloser wird. Na. Also das muss man auch feststellen. Ich frage mich, was die Nachbarn da irgendwie so dazu sagen, dass da andauernd da bis irgendwie so bis tief in die Nacht da halt irgendwie so rumgebrüllt wird im Garten. Also so lange gut gehen kann das ja auch nicht. Angeblich hat ja irgendwann der Kleine da die Polizei gerufen, da als sie da bei ihm aufgetaucht sind. Hat er jedenfalls behauptet. Aber weiß ich nicht. Aber ne, der Kleine da, halt auch lustig, der konnte sich halt letztens schon wieder nicht irgendwie so an die friedliche Koexistenz halten und ist dann postwendend vom Dresdner Choleriker dann rausgeschmissen worden. Aber ich glaube, da ist die Lektion immer noch nicht gelernt. Da wird immer noch geglaubt, da, weil man halt irgendwie so gegebenenfalls irgendwie so Spermaspuren des anderen da so weitergegeben, weitergegeben und empfangen hat, dass man da in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden ist. Praktisch über die Vagina, über diese entsprechende Vagina. Alles verbindet ja offenbar. Ne? Aber, ne, Kleine da, also so langsam, ich glaube, ne, ist dann auch gut mit der friedlichen Koexistenz, weil du schnallst einfach nicht. Ne? Und dann stellt er sich dann hin und dann sagt er, ja, und eins muss man auch so feststellen, dem Hüller, dem geht's nur um die Kohle. Boah, ich frage mich, wo ist da die Grundlage? Wo? Wo? Nehme ich hier irgendwie so Eintritt oder? Werner erzählt immer die Stunden, die er HO macht, als wenn er im Monat einen Soll erfüllen muss. Ja, vielleicht. Vielleicht muss er das ja machen. Weiß man ja nicht. Ne? Das war ja das. Ne, man hat da ja dann halt auch gestern halt schon irgendwie so erkannt, wozu da eventuell halt irgendwie so das eine oder andere Engagement halt irgendwie so da ist, dass man da halt so eine, so dass Werner halt so eine Art Rammstein ist, weißt du? Und dass man dann so gegebenenfalls dann, wenn es nötig ist, mit einer gewissen Reichweite dann da gegebenenfalls da so seine Verlautbarung oder so geben können. Vor allem bei wem will man hier Kohle abgreifen? Ja, genau, das kommt ja auch noch dazu. Das kommt ja auch noch dazu. Höchstens beim Gönner Bellagio. Ja, oder halt irgendwie so bei dem einen da. Na? Der hat ja wohl dem Raven halt auch irgendwie so, hieß es gestern, nicht meine Worte, wohl irgendwie so in finanziell enger Zeit halt auch mal irgendwie so in die Arme gegriffen. Na, ne, also so Besuch und Schnapsflasche und sonst so. Also das bewerte ich halt irgendwie so da auch nicht über. Das ist mir, das kann man irgendwie, bitteschön. Bitteschön. Ja, aber also, das war ja halt aber auch gestern halt auch nicht irgendwie so großartig neu. Das muss man halt auch sagen.
Also das wirkte ja schon wie irgendwie, ach, weiß ich nicht, so zu Seven-Zeiten oder zu Betonzeiten. Das war, ne, irgendwie so, ne, da gab es ja mehr als eine Situation, wo sich da irgendwie so Berlin versuchte, da irgendwie so zu erklären oder so. Und wo halt Berlin halt den Vorwurf hatte, indiskret zu sein. Und das ist halt nur noch positiv ausgedrückt.